Hallo YouTube, grüßt euch Twitch-Freunde zu einem weiteren Video. Diesmal heute etwas bisschen anderes, eine kleine Abwechslung dachte ich, bringen wir mal rein. Zum einen, weil wir Wochenende haben und wir bis auf 4 Karten jede Karte besprochen haben. Insofern haben wir da auch nicht mehr so viel zu tun. Und zum anderen, ja, schadet ja nicht, ne? Ich dachte, wir machen mal einen kleinen Rückblick oder eine kleine Rückblende, so wie man das auch am Ende des Jahres macht oder überhaupt. Ja, Tops und Flops sind ja auch auf YouTube sehr beliebt. Insofern dachte ich, mache ich das auch mal. Wir machen mal eine Tops und Flops der meiner persönlichen Karten aus der letzten Erweiterung, Sholomance. Ja, wie gesagt, sehr persönlich. Da geht's auch, es geht nicht darum, dass ich jetzt mir die 5 Karten genommen habe, die am OP-sten sind und die Meta dominieren. Es gibt einfach die Karten, die ich finde nicht gut gemacht sind, die nur schaden können. Und natürlich auch, ihr wisst ja, ich mag Control-Decks, ich mag nicht so gerne Aggro oder OTK. Insofern total subjektive Meinung zu 5 Karten. Da könnt ihr euch gerne einbringen und sagen, was sind eure 5 Karten oder welche Karte hätte da noch reingemusst. Ja, ich bin gespannt, aber ich denke, das ist ganz witzig. Tatsächlich muss ich sagen, ist mir beim Durchgehen so aufgefallen, so richtig abartige Hasskarten hatte diese Erweiterung wirklich wenig. Aber genauso gut hatte diese Erweiterung auch wenig Lieb-Ich-Karten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich die Erweiterung tatsächlich ziemlich schwach finde und sie mir persönlich relativ schnell langweilig wurde. Diese Karte hat wenige Karten, die einen total abartig nerven, aber wenige Karten, die einen auch richtig cool, die man richtig, richtig cool findet. Insofern am Ende vielleicht eine irgendwie normale Erweiterung, die keinen richtig vom Hocker reißt, oder zumindest mich nicht. Also scheint mein Stand gewesen zu sein, wenn ich die Karten so gesehen habe. Aber natürlich gibt es doch ein paar Karten, die natürlich meinen Hass lodern lassen, beziehungsweise die ich absolut Müll finde. Und ja, die zeige ich euch jetzt. 5 Karten, beziehungsweise es sind eigentlich 6, 7, aber 5 Karten richtig und 2 sind eine extra Kategorie, okay? ja, wir fangen an. Los geht's. Wo habe ich meinen YouTube-Button? Da. Die erste Karte in meiner Bullshit-Liste, ist jetzt übrigens nicht, dass es Platz 5 und die letzte Karte ist Platz 1. Die letzte Karte ist zwar tatsächlich die mich am meisten nervt, aber grundsätzlich ist es kein von unten nach oben Ranking. Der Trank der Illusion, eine Magier-Schurkenkarte. Ja, 4 Mana, erhaltet Kopien 1/1 auf die Hand, sie kosten 1. Ich erkläre jetzt die Karten nicht nochmal, ich glaube mittlerweile kennt ihr sie und wenn ihr sie nicht kennt, dann guckt euch meine Videos von vor 4 Monaten an. Diese Karte persönlich wurde ja gar nicht viel gespielt. Sie wurde in einem einzigen Deck gespielt. Und zwar im, ich weiß gar nicht mehr, wie das Deck heißt. Ich hab's schon so verdrängt, ich weiß nicht mehr, wie das... Turtle Mage. Genau. Es war der berühmte Turtle Mage. Und ich meine, für mich persönlich war der Turtle Mage einer der persönlichen Abgründe von Hearthstone oder tiefsten Abgründe, die Hearthstone je hatte. Ein so antifunniges, passives... Ich möchte eigentlich kein Hearthstone spielen, Deck hat es für mich noch nie gegeben. Und es war nicht so lange da, es war jetzt 3, 4 Wochen, waren es, ich weiß nicht, waren es 3, 4 Wochen oder war es länger, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so lange war es nicht. So einen Monat war es da und wurde gespielt, bis Blizzard dann gesagt hat, nee, das geht auch nicht. Insofern, ihr seht, Blizzard hat selber gesagt, nach 4 Wochen oder irgendwie so, das soll so nicht sein. Insofern liege ich da auch nicht ganz falsch mit meiner Meinung, denke ich. Insofern hat diese Karte zum einen ein Deck groß werden lassen, welches wirklich Hearthstone-technisch der absolute Tiefpunkt war. Deswegen hat sie es verdient. Und, was ich von vornherein gesagt habe bei der Karte, diese Karte wird entweder nicht gespielt, weil sie zu langsam ist. Also wenn sie nicht gespielt wird, weil sie zu langsam ist, okay, dann stört sie keinen, aber dann gibt es sie auch nicht. Aber wenn sie gespielt wird, wenn sie wirklich in Meta-Decks gespielt wird, ich meine jetzt nicht, ich könnte sie spielen. Ich würde sie vielleicht spielen in meinem Control-Mage, um irgendwie ein lustiges Play alle 15 Games zu machen, ohne aber irgendeine Cheat, ohne jetzt irgendwie einen bösen OTK-Gedanken. Ja? Aber wenn sie in einem Meta-Deck drin ist, also was wirklich die Profis spielen, dann hat diese Karte auch irgendwas richtig Fieses vor. Dann gibt es irgendeine richtig fiese Combo, die den Gegner wahrscheinlich in einem einzigen Schlag vom Feld bläst. Ja. Also, eine Karte, die, wenn sie benutzt wird, wenn sie gespielt wird, nur schlimm sein kann. Und auf jeden Fall nur unfair sein kann. Und deswegen ist so ein Design für mich immer absolut unverständlich, einen Mana-Diener zu machen. Das kann nur schlecht sein. Also wie gesagt,
entweder ist die Karte zu langsam oder wenn sie gespielt wird, dann ist sie schrecklich. Insofern eine Karte, die für mich auf jeden Fall einen Daumen nach unten verdient und hoffentlich nie wieder das Licht des Tages erblickt. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht dran. Ich glaube, Schurke oder Magier, eine von den beiden Klassen, werden mit Sicherheit nochmal auf die Idee kommen. Och, Tronk der Illusion. Da passt schon, ne? Ja, schauen wir mal. So, der Akolyt der Kabale ist der nächste auf meiner Liste. Er wurde auch schon genervt. Lustigerweise sprechen wir über viele Karten, die entweder schon genervt wurden oder für einen Nerf gesorgt haben. Ja, der Akolyt der Kabale hatte vorher 4 Mana 2-6, jetzt hat er noch 4 Mana 2-4. Macht für meinen persönlichen Hass aber keinen Unterschied. Also Spott, Zauberschub, übernehmt die Kontrolle über einen zufälligen feindlichen Diener mit maximal 2 Angriff. Ich persönlich, wer mich kennt, wer meinen Stream guckt, weiß, dass ich Priester gerne gespielt habe und wirklich viel Priester gespielt habe, bevor dieses Addon rauskam. Und man kann es wirklich so sagen, diese Karte hat es für mich im Alleingang geschafft, das Priestererlebnis kaputt zu machen. Also so wie der Priester gespielt wird, oder so wie er einigermaßen stark ist, dieses Klauen mit dem Akolyt der Kabale, mit der Welle, mit dieser komischen Welle, die den Angriff auf 1 setzt, dann wird er zum Teil wird noch jetzt diese 6-Mana-Karte gespielt, als Bonus dann diese 4-5er, die noch einen Diener klaut. Also, ich fand es immer lustig, in die Hand des Gegners zu gucken und eine Karte zu kopieren. Ich fand es immer lustig, Karten aus dem Deck des Gegners zu kopieren. Ich weiß, auch das finden einige schon ätzend und wenn es gegen mich eingesetzt wird, finde ich es auch kacke. Aber das gehörte halt zum Priester und ich fand es okay und ich habe es gerne gemacht. Aber jetzt kommt hinzu, also ich klaue Karten aus der Hand, ich klaue Karten aus dem Deck oder benutze sie und dann spielt der Gegner noch Karten und dann klaue ich noch Diener vom Feld. Das finde ich, ist langsam dann nervig. Also egal was man macht gegen Priester, es wird irgendwie kaputt gemacht, er benutzt deine Karten und wenn du dann mal eine starke Karte spielst, dann klaut er sie. Das beste Beispiel ist Big Paladin oder Big Worry. Eigentlich Decks, die ganz witzig sind, aber du spielst deinen mächtigen 10-Mana-Diener, der absolut, wenn er aufs Feld kommt und du hast die Zeit dafür, dann sollte der zerstören oder sollte er zerschmettern oder sollte schwer zu entfernen sein. Was macht der Priester? Er muss ihn nicht entfernen. Er klaut ihn mit einer 2-Karten-Kombo und ich kann conceden. Also ja, die Spielweise des Priesters jetzt komplett mit der Zerstörung von allem, von Hand, von Deck, von Board, dieses Geklaue mit der Welle, dieser komischen 1-Mana-Welle, die habe ich jetzt nicht reingepackt, aber die nenne ich jetzt hier mal extra, weil die gehört natürlich dazu. Das ist ja quasi das Package, das wollte Blizzard ja so, sie haben es zusammen rausgebracht. Gefällt mir gar nicht. Und natürlich könnte ich jetzt Priester spielen und mit Galakrond wieder und ohne die Karte. Sollte ich vielleicht einfach mal machen. Aber wahrscheinlich muss man ja so sagen, die Leute sind ja nicht blöd, die spielen das, weil es gut ist. Und die spielen das, weil es einfach Sinn macht. Und ich habe dann das Gefühl, ich spiele einen Priester, der nicht so gut ist, wie er sein könnte. Aber so will ich den Priester einfach nicht spielen. Also für mich persönlich hat diese Karte den Priester ziemlich kaputt gemacht. Ich mag das Spielerlebnis gar nicht und ich mag die Karte nicht. Ich hasse es, wenn sie gegen mich eingesetzt wird. Und ich glaube, das sehen die meisten so. Diese Karte ist für mich der absolute Tiefpunkt, was den Priester angeht. Und die können die auch auf ein Leben nerven. Es geht nicht, also natürlich ist die Karte dann schlechter und vielleicht wird sie auch wirklich irgendwann nicht mehr gespielt, wenn sie ein Leben hätte. Aber im Endeffekt geht es nicht um das eine Leben. Um das Leben geht es gegen Agro-Decks. Ja, also das Leben nerven ist wichtig gegen Agro-Decks. Aber die Karte nervt für mich absolut gegen Control-Decks oder gegen Midrange-Decks oder gegen Decks, die starke Diener spielen. Gegen Big-Decks, da nervt die Karte und da ist der Effekt entscheidend. Nicht wie viel Leben die Karte hat, nicht wie viel Angriff die Karte hat, der Effekt zählt und solange der nicht geändert wird, wird die Karte auf jeden Fall einen Platz in der Hölle verdient haben. Ja. Gut. Wird wohl nicht mehr geändert werden, müssen wir jetzt mit leben, ne? Ich hoffe, der Priester kriegt genug andere coole Sachen, dass man ihn dann auch lockerer in der nächsten Erweiterung ohne diese Karte spielen kann. So, kommen wir zur nächsten Karte, Waldwächterin Omu. Ja, auch diese Karte könnte man ein bisschen mit der ersten Karte vergleichen oder die Erklärung zur ersten Karte. Waldwächterin Omu wird jetzt gar nicht so super häufig gespielt, was aber auch daran liegt, dass Druide nicht so super häufig gespielt wird. Denn wenn Druide gespielt wird, dann ist die Karte schon meistens dabei. Und wenn Maligos Druide gespielt wird, dann ist die Karte eigentlich immer dabei. Und also zum einen steht diese Karte erstmal sinnbildlich für mich für jeglichen Mana-Cheat. Für Wildwuchs, für die 4-Mana-Karte, für von mir aus auch die Blume. Aber die Blume speziell, sage ich jetzt, nur im Druiden. Der Druide hätte diese Blume nicht verdient. Für den Schamanen ist die okay. Aber der Druide mit dem ganzen anderen Mana-Cheat, der hat die Blume nicht verdient.
Also die Karte steht sinnbildlich für jeglichen Mana-Cheat. Und Wildwuchs an sich ist völlig okay. Und Wildwuchs an sich könnte man vielleicht sogar wieder entnerven auf 2 Mana. Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Wenn es nur Wildwuchs ist. Aber wenn es noch 3 andere Karten gibt, die Mana cheaten. Und der Druide hat 10 Mana, wenn ich 5 Mana habe. Dann hat man immer das Gefühl, der Druide spielt Hearthstone alleine. Och, guck mal, ich möchte auf 3 Mana gehen. Och, ich möchte auf 6 Mana gehen. Jetzt gehe ich auf 10 Mana. Und Turn 4 fange ich dann mal an, meinen 10 Mana hinaus Feld zu klatschen. Mal gucken, ob der Gegner was hat. Er ignoriert alles, was ich in den ersten 3, 4 Turns mache, um dann Turn 10 sein, oder Turn 8 oder 9 sein Powerplay zu machen und dann damit zu gewinnen. Und wenn ich da nichts habe, direkt Turn 5 oder 6, also nicht die eine richtige Karte, die es vielleicht gibt in meinem Deck, dann habe ich das Game verloren. Also insofern steht die Karte schon mal sinnbildlich für jeglichen Mana-Cheat. Der ist beim Druiden für mich aus dem Ruder gelaufen und macht auch keinen Spaß, dagegen zu spielen. Zur Karte persönlich, auch diese Karte, wenn sie gespielt wird, die einzige Chance, die die Karte hat, in einem Metadeck zu landen, ist, dass sie irgendeine miese OTK-Kombo ermöglicht, meistens im Druiden mit Maligos. Wenn sie gespielt werden würde, um einfach nur einen 5-4er mehr aufs Board zu bekommen, um mehr Boardpräsenz, also du spielst einen 2-Mana-Diener, du spielst einen 6-Mana-Diener, also den, spielst dann einen Spell und hast dann wieder 10 Mana und spielst noch ein, zwei. Wenn sie so gespielt werden würde für mehr Boardpräsenz, dann okay, bitte, dann wäre die Karte ja nett. Aber die Karte wird ja gespielt, um irgendeine bescheuerte OTK-Kombo zu machen. So läuft das ja mit diesen Karten. Insofern, auch diese Karte, als ich sie gesehen habe, habe ich sie gehasst. Ich hasse sie jetzt immer noch. Immer wenn sie eingespielt wird, hasse ich sie. Und sie ist Sinnbild für jeglichen Mana-Cheat, den der Druide hat. Das nervt einfach. Druide ist kein lustiges Mensch. Der einzige Druide, gegen den ich einigermaßen gerne spiele, ist im Moment Quest-Druide. Es gibt kaum Quest-Druiden, es spielt kaum einer, es ist aber kein super schlechtes Deck. Und gegen Quest-Druide zu spielen, ist noch einigermaßen witzig, weil der macht halt dann was. Der hat Turn 5 oder Turn 6 sein Play. Die sind auch nicht schlecht, die sind auch stark. Aber das hat so ein bisschen was von Spielen. Ja. Ja. Das größte Problem vom Druiden ist aber für mich fast Ysera. Ysera gehört aber nicht zu Sholomance. Insofern, ja, habe ich diese Karte gepickt. So. Oh, die Karte sollte hier gar nicht hin, tatsächlich. Moment. Fehler, die Karte sollte hier nicht hin. Ich wollte eigentlich hier diese Karte haben. Erzhexe Walpurga. Erzhexe Walpurga ist ein Spezialfall auf dieser Liste, denn sie ist nicht auf der Liste, weil sie so stark ist. Sie ist auf dieser Liste, weil sie so Schwachsinn ist. Ich meine, du kannst doch nicht eine Karte, und meine, die Karte wurde jetzt schon gebaut. Die Karte kostete 9 Mana 7-7. Jetzt wurde sie gebufft auf 8 Mana 5-5. Es ist ein Buff. Ja, die Stats wurden 2-2 genervt. Warum, weiß ich auch nicht. Ich hätte auch ruhig 7-7 bleiben können, denke ich. Aber sie wurde genervt. Trotzdem, Stats-technisch genervt auf 5-5. Trotzdem ist es immer noch ein Buff, dass sie 1 Mana R kommt. Aber warum bringst du eine Karte mit einer Erweiterung, die null Sinn. Also, ich meine, der Warlock hat diese Fragmente bekommen. Der Warlock hat die Soul-Fragmente bekommen. Und das war die Spielart des Warlocks, wie man ihn hätte spielen können, mit der Erweiterung. Ist nicht sonderlich spannend, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich darüber gefreut, wer die Videos guckt, also vor 4 Monaten. Ich habe mich tatsächlich über die Soul-Fragmente gefreut. Muss im Nachgang aber sagen, es war ein Fehler, sich darüber zu freuen, denn die Soul-Fragmente-Spielweise ist tatsächlich sehr langweilig. Also mir hat es nicht Spaß gemacht, ich fand es immer sehr öde, insofern war das ein Fehler, aber gut, es ist nicht schlimm. Also, die Soul-Fragmente ist nicht schlimm, aber langweilig. Insofern, das war immer doof. Ansonsten bekommt der Demon Hunter, bekommt der Warlock immer nur Suchkarten. Auch mit der neuen Erweiterung jetzt Suchkarten. Mit der alten Erweiterung hat er ein, zwei Suchkarten bekommen. Also, der Warlock bekommt Suchkarten und hat halt die Soul-Fragmente, die langweilig sind. Und dann kommt dieser Walpurga, die einzige Karte, die einem so ein bisschen Hoffnung macht, dass der Warlock irgendwie auf eine coole Art und Weise zu spielen ist. Mit Big Demons. Ja, Control Warlock mit Big Demons oder Big Warlock oder Hand Warlock. Sowas würde ja Walpurga quasi irgendwie begünstigen. Aber dann kommt nicht ein einziger Dämon, der auch nur ansatzweise mit Walpurga Sinn macht. Es gibt einen einzigen Dämon im Warlock. Dieser 8-Mana-Dämon, der 5-7er taunt, der dann zu einem 5-5er Lifesteal wird. Das ist die einzige Karte, die der Warlock im Moment hat, die mit der Karte Sinn macht. Das heißt, du kannst maximal im Moment zwei Dämonen spielen im Standard, mit der Walpurga Sinn macht. Und
Und jetzt kommt mir nicht mit, aber in Wild gibt es ja mehr Dämonen. Wild ist mir scheißegal, die Karte ist nun mal ein Standard auch und sie kommt mit einem Standard-Set. Und kommt mir nicht mit, ja, in den nächsten ein, zwei Erweiterungen kommt vielleicht was. Das ist mir auch egal. Vielleicht ist das so, aber sie kam mit der Erweiterung. Also warum gibt es diese Karte in einer Erweiterung, in der nicht ein einziger Support für Valpurga kommt und in der von Anfang an klar war, diese Karte wird nicht gespielt werden. Also, diese Karte ist die einzige theoretisch witzige Karte, die es im Warlock gab. Hat aber null Support bekommen, war klar, dass sie nicht gespielt werden kann. Und ist einfach völliger Schwachsinn. Da hätte also eine andere Legendary hingekommen, die vielleicht ein bisschen Sinn gemacht hätte. Und Valpurga hätte man später gebracht. Oder wie auch immer. So tristet Valpurga in den ganzen Decksammlungen ein langweiliges Leben und wartet darauf, mal in ein Deck gepackt zu werden, was dann irgendwie vielleicht mal passiert, aber auch nicht sonderlich gut ist. Also ja, diese Karte ist nicht hier genannt, weil sie so stark ist, sondern weil sie einfach so schwachsinnig ist und weil sie so wenig Sinn macht. Ja, wir werden mal sehen, ob sie irgendwie Support bekommt in den nächsten ein, zwei Addons. Ich bin sehr gespannt. So Leute, und jetzt kommt die eine Karte, die absolute Hasskarte von uns allen und die, was auch mit den letzten drei, vier Wochen zu tun hat, in denen ich speziell, ich habe gar nicht so viel Hearthstone gespielt in den letzten zwei Monaten, aber die letzten zwei, drei Wochen habe ich wieder mehr gespielt. Und dann, wenn man das wirklich macht, kann man nur eine einzige Karte wirklich aus ganzem tiefsten Herzen hassen und das ist... Tada! Der Federschnipser natürlich! Diese Karte ist einfach nur ätzend. Ja, es ist ein 1-Mana-1-1er. Natürlich ist es eine 1-Mana-Karte, weil wenn man 1 weißen Hearthstone richtig auf den Sack gehen, dann immer nur 1-Mana-Karten. Kampfschrei, also es ist ein Elfenarcher, verursacht einen Schaden und mit Zauberschub geht er wieder auf die Hand, ihr kennt ihn. Und er wird auch eigentlich nur in einem Deck gespielt, er wird in Demonhunter gespielt, aber in Demonhunter ist es noch okay, weil der Demonhunter hat nicht unendlich Spells. Der Demonhunter hat Spells und er hat auch viele und er wird auch benutzt, aber es ist noch einigermaßen erträglich. Aber ein Paladin, der unendlich Spells hat theoretisch, die 0 Mana kosten und der dann mit Lady Liadrin nochmal unendlich Spells bekommt, die 0 Mana kosten, ist diese Karte nicht nur irgendwie 50 Damage. Nein. Sie macht auch jeden Turn vom Paladin zu einer Qual. Jeder Turn vom Paladin dauert 20 Minuten. Gefühlt. Es sind 2 Minuten oder so, oder 1,5 Minuten, also der volle Turn mit dem Seil. Aber gefühlt sind es 20 Minuten. Also wer auf die verdammte Idee kam bei Blizzard, dass mit der langsamen Animation diese Karte eine Spaßidee ist, der gehört gefeuert oder ist hoffentlich schon gefeuert. Ja, es geht, die Karte ist stark und die Karte macht den Leibrim Paladin zu dem, was er ist. Es ist die wichtigste Karte im Leibrim Paladin, insofern ist es eine starke Karte. Aber darum geht es mir per se noch nicht mal. Ich fände es wesentlich geiler, wenn Pure Paladin gepusht ist. Ich fände es wesentlich geiler, wenn Pure Paladin noch ein bisschen stärker wäre und das Deck gespielt werden würde, weil das ist nicht nervig. Aber nein, wir müssen leider damit leben. Aber die Stärke ist noch das eine. Vielleicht sollte die Karte genervt werden, ich weiß es nicht. Aber die Animation, diese lange Animation, diese ultra langen Turns, und das ist ja nicht, er raubt ja nicht, weil er doof ist oder weil er ein Idiot ist. Nein, er raubt, weil der Turn so lange dauert. Das verstehe ich ja auch. Insofern, das ist keine... Also der Turn dauert so lange. Und das ist eben das Problem. Wenn aber jeder Hearthstone-Turn bis zum Ende ausgenutzt wird, dann ist Hearthstone langweilig. Deswegen ist für mich ist die Hearthstone-Zeit zu lang. Ich finde, man kann viel zu lange überlegen, weil wenn man wirklich mal gegen jemanden spielt, der das immer ausnutzt, dann merkt ihr vielleicht selber, also vielleicht nicht jeder, aber ich persönlich bin dann getriggert oder mich nervt es und ein Game lang kann ich es ertragen. Aber stellt euch mal vor, ihr spielt 10 Hearthstone-Games und jeder von euren Gegnern nutzt die Zeit aus. Ihr würdet Hearthstone nie wieder anpacken. Deswegen, meiner Meinung nach, ist die Hearthstone-Zeit viel, viel zu lang und man müsste mindestens, ich glaube, es sind 1,5 Minuten, oder? Müsste mindestens auf 1 Minute runter geändert werden. Das mal als kurzes vom Thema entfernten von Thema eine kurze vom Thema entfernten Meinung von mir, dass die Zeit zu lang ist, was man aber gerade auch an dieser Karte sieht. Also ja, diese Karte ist stark, diese Karte ist nervig und jeder Paladin-Turn bis zum Seil, jeder Paladin-Turn werden 20 Karten gespielt und du sitzt da. Ätzend. Also, die Karte ist zum einen stark und sollte deswegen vielleicht geändert werden. Und sie ist. Aber das ist noch der kleinere. Das sind vielleicht 20%. Die anderen 80% sind Animation, Spielweise und wie es halt abläuft. Und das nervt einfach tierisch. Und das kann keiner für gut finden, so wie die Karte
das Spiel halt verändert. Oder den Spielfluss verändert. Ja, es verändert nicht das Spiel, aber es verändert den Spielfluss. Ja, das waren die Top 5, die ich wirklich mal, also die wirklich offiziell in der Top 5 sind. Jetzt kommen noch zwei kleine Extra-Anmerkungen. Und das habt ihr eben schon eine davon gesehen. Eine ist die Stabmacherin. Das ist, die Karte an sich meine ich nicht. Diese Karte steht stellvertretend für alle Created-By-Karten. Und der Punkt ist, in der jetzigen Erweiterung gibt es davon gar nicht so viele. Also der absolute Created-By-Höhepunkt, der war vor zwei, drei anderen Erweiterungen. Also Galakrond's Awakening oder die Erweiterung im April. Insofern kann die Karte jetzt gar nichts dafür, aber das ist eine Karte, die kam nun mal mit dieser Erweiterung. Und das ist eine Karte, die ist fast in jedem Deck, was ein bisschen langsamer ist, ist die Karte drin. Und die Karte created Erneuern vom Priester. Die Erneuern created dann wieder eine zweite Karte, die created eine dritte Karte. Erneuern created diese Ein-Mana-Karte vom Magier, der wieder eine bis zu 3-Mana-Karte entdeckt und so weiter. Also ich entdecke eine Random-Karte mit der Stabmacherin, die 1 Mana kostet, die aber bei vielen Klassen ziemlich gut sind, die dann noch eine neue Karte entdecken und so weiter und so fort. Also insofern, diese Karte steht einfach stellvertretend für das, was in Hearthstone zu viel geworden ist, was denke ich viele so sehen. Created by, created by, created by. Und das ist eine Karte, die kann in jeder Klasse gespielt werden. Sie wird total oft gespielt. Sie ist an und für sich nicht so das Problem. Und ich sage jetzt auch nicht, sie soll genervt werden oder sie muss geändert werden. Natürlich nicht. Aber ich wollte es einfach nochmal hier gerne kurz erwähnt haben, dass Created by zu viel geworden ist. Die Karte in dieser Erweiterung finde ich das beste Beispiel dafür ist, weil sie in den meisten Decks auftaucht und gerade Ein-Mana-Spells auch oft gefährlich sind. Und deswegen ist zum Beispiel gut war, dass der Magier-Spell, dieser Legendary-Spell Evocation auf 2 Mana genervt wurde, damit sie nicht mehr durch Stabmacherin oder durch den Drachen entdeckt werden kann. Ja, das ist eine kurze Extra-Anmerkung. Und eine kurze zweite Extra-Anmerkung. Und die Karte meine ich jetzt, die Karte ist wirklich nicht schlimm, weil sie null gespielt wird, aber diese Karte möchte ich kurz erwähnen. Und diese Karte möchte ich kurz erwähnen, weil das sind die beiden Karten. Wer sich an die letzte Kartenbesprechung und auch überhaupt so die Karten, wie sie rauskamen, erinnert, weiß, dass bei der Karte und bei der Karte richtig aufgeflucht wurde und oh mein Gott, wie könnte dem Demon sowas geben? Der Demon ist sowieso schon nervig und der Demon ist sowieso schon ätzend und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und am Ende wurden beide Karten gar nicht gespielt. Insofern sind diese Karten nicht schlimm. Und da hat man sich völlig vertan und die Karten sind wirklich kein bisschen gespielt worden. Aber ich möchte noch mal kurz erwähnen, wenn es irgendwann eine Meta gibt, jetzt mit dem nächsten Add-on, mit dem übernächsten Add-on, also wenn es irgendwann in den nächsten 1,5 Jahren eine Meta gibt, wo Gleiten oder Stelina gespielt werden, dann bleibe ich dabei, sind das absolut ätzende Karten, die es auch nicht geben sollte. Aber Stand jetzt spielt sie keiner. Insofern sind sie jetzt nicht schlimm, aber ich will sie nochmal kurz erwähnen, weil wenn sie gespielt werden würden, wären sie echt nervig. Ja, schauen wir mal. Okay, Leute, also das waren die Flops. Wir werden jetzt, ich weiß nicht wann, aber in den nächsten Tagen natürlich dann auch die Tops rausbringen und besprechen. Die 5 Top-Karten und vielleicht gibt es da auch da nochmal 1 oder 2 extra Karten, die ich nochmal kurz hervorheben möchte für ein paar Sekunden. Ja, Dankeschön fürs Zuhören. Morgen gibt es dann wieder ganz normal erstmal die nächsten Kartenbesprechungen. Ja, haut mir gerne raus, was ihr so für Flops habt, was da auf jeden Fall noch rein muss. Ich weiß, da gibt es ein paar Karten, die natürlich wahrscheinlich den Hass von einigen hochbringen. Aber mir ging es auch nochmal persönlich darum, nicht nur um Starkheit, sondern auch um, wie kann man sie kontern, kann man sie kontern und wofür sind die Karten gemacht, wenn sie gespielt werden würden. Okay, habt einen schönen Sonntag, wenn ihr euch das Video am Sonntag anguckt. Ansonsten habt ihr einen schönen Tag, den ihr gerade habt. Und wir sehen uns dann im Stream oder hier auf YouTube. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.